Du selbst kannst jetzt die Entscheidung treffen, deinem Leben ab sofort eine andere Richtung zu geben und dir dein Leben zu beginnen nach deinem Herzen zu gestalten. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Liebe Seelenfreude-Challengerin, lieber Seelenfreude-Challenger. Sonntagmorgen, heute haben wir den 26. Der 26. Schon 26 Tage sind wir hier jetzt live zusammen. Ich habe schon Feedback bekommen von einer wunderbaren Frau, die mir gesagt hat, ja, das ist schon bedauert, dass es am 31. jetzt schon vorbei ist. Ja, das freut mich natürlich, dass das so gut ankommt, dass ich dich dabei so sehr inspirieren darf. Und als ich heute Morgen so überlegt habe, so in mich hineingelauscht habe, was steht heute an, hatte ich schon so Ideen. Guten Morgen, liebe Birgit. Schön, dass du schon live dabei bist. Ja, als ich heute Morgen ja überlegt habe, was steht heute an und den Computer angemacht hatte, auf Facebook gegangen bin. Nee, was? Nee, war nicht auf Facebook. Ist ja egal wo. Auf jeden Fall stand da, heute ist Wahltag. Dachte ich, stimmt, das ist genau das Thema heute. Deshalb habe ich den heutigen Tag so genannt, du hast die Wahl. Und im Internet war das natürlich anders gemeint, dass Wahlen sind. Ich habe das gestern Abend, war ich hier in Wien noch ein bisschen unterwegs. Liebe Silvia, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass auch du live dabei bist. Da habe ich halt gesehen, wie hier überall auch in Österreich Aktivitäten waren, gestern Abend noch letzte Wahlveranstaltungen und sowas. Und ich habe mit Politik überhaupt nichts mehr am Hut. Also das sind Dinge, die an mir irgendwo vorbeilaufen. Aber bezogen aufs Leben ist das einfach so das Thema, das ich dir heute weitergeben möchte. Du hast die Wahl. Du selbst, auch wenn du vielleicht, je nachdem, in welcher Situation du gerade bist, dich vielleicht ein bisschen ausgeliefert fühlst der jetzigen Situation, weil ich kenne diese Situation aus meinem früheren Leben nur zu gut, dass ich einfach auch ratlos war, nicht weiter wusste, dass ich einfach gemerkt habe, das ist nicht so instinktiv, das ist nicht das Leben, was ich mir einfach irgendwo mal vorgenommen hatte. Und ich wäre überglücklich gewesen, wenn ich damals schon einen Coach an meiner Seite gehabt hätte. Das ist ja jetzt schon viele Jahre her. Mentaltraining, Persönlichkeitstraining, Bewusstseinstraining, das gab es ja in dem Sinne damals noch nicht, als ich Anfang 20 war und so in diese Depression, heute würde man Burnout dazu nennen, das als Burnout bezeichnen. Damals gab es diesen Begriff Burnout ja auch noch nicht. Ja, da saß ich halt einem Nervenarzt gegenüber und einem Psychologen gegenüber. Und ich glaube, was in den USA jetzt schon eigentlich fast normal ist, das wird auch bei uns im deutschsprachigen Raum immer mehr zur Normalität. Solange in der Schule nicht gelehrt wird, es auf dem Lehrplan steht, wie wir Menschen funktionieren, wie das Leben funktioniert und wie wir uns mit unseren Gedanken selbst im Außen unsere Lebenswirklichkeit erschaffen, wie wir oder dass wir überhaupt mit einem Seelenplan hier im jetzigen Körper inkarnieren und uns mal was vorgenommen haben. Solange das nicht zur Normalität ist, das ist natürlich wünschenswert. Also ich wünsche mir das aus ganzem Herzen, dass das in der Schule mal so vermittelt wird. Es sind so sachte Ansätze da, aber die Mühlen, die drehen ja da langsam. Das dauert ja eine Weile, bis sowas dann mal zur Realität wird. Liebe Gabi, wunderschönen guten Morgen. Schön, auch, dass auch du live dabei bist. Und bis dahin, denke ich mal, ist es so ein Zwischenschritt, dass es auch zur Normalität wird, dass auch bei uns hier
es selbstverständlich wird, dass man sich einen Persönlichkeitstrainer holt oder eine Trainerin, die einem das vermittelt, wie man von A nach B kommt. Also wie man da, wo man gerade steht, wo man nicht hin will oder wo man spürt, das Leben hat auch noch eigentlich, muss doch noch mehr mir zu bieten haben. Das waren immer so die Dinge, die auch in mir rumort haben, wo ich dachte, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Da muss doch irgendwie noch mehr sein. Oder was mich auch so fasziniert hat, wenn ich mal im Fernsehen so Reportagen oder Berichte irgendwas gesehen habe von Menschen, die ja einen anderen Lifestyle haben, die nicht im Mangel sind. Das heißt ja nicht, dass die keine Probleme haben, aber die haben andere Themen. Ich habe mich gerade gestern noch mit jemandem unterhalten, der wirklich sehr, sehr viel Geld hat und dann denkt man, ja, der hat keine Probleme, aber die haben Themen, Herausforderungen auf andere Art und Weise und die haben auch ihre Coaches an ihrer Seite, die sie in ihrer Weiterentwicklung einfach unterstützen. So wie ich ja auch bis heute Coaches an meiner Seite habe, die natürlich wechseln, je nachdem, welche Quantensprünge ich weiter in meinem Leben mache. Entsprechend suche ich mir die Coaches, die dort sind, wo ich hin will. Und ich denke, das wird auch bei uns im deutschsprachigen Raum im Laufe der nächsten Jahre ein Stück weit zur Mentalität für die Menschen, die wirklich mehr aus ihrem Leben machen wollen. In meinem Fachjargon, die ihren Seelenplan entdecken und leben wollen. Ja? Und du bist ja auch hier in der Gruppe, weil es in dir ähnlich rumort, wie es in mir mal rumort hat, auch wenn ich mir das alles noch nicht vorstellen konnte damals. Und was ich mich aber damals immer gefragt hatte, wenn ich solche Berichte gesehen hatte von Menschen, die einen anderen Lifestyle haben, was mich angesprochen hat, wo ich immer so gedacht habe, wie machen die das und was für die möglich ist? Irgendwie muss es doch auch für mich möglich sein. Aber ich bin halt viele Jahre rumgeirrt. Kann eigentlich sagen, 30 Jahre bin ich eigentlich, naja, 20 Jahre auf jeden Fall und dann noch 10 Jahre, bis ich dann ja mal an einem Punkt angekommen bin, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt geht es mal in eine andere Richtung, auch noch mit Höhen und Tiefen, aber wo ich einfach mal wirklich bereit war, das hat vor 14 Jahren angefangen, genau mir Coaches an meine Seite zu holen, die mir den Weg gezeigt haben, die dort waren, wo ich war. Und ich denke, dass das so zur Normalität ein Stück weit wird, die nächsten Jahre, auch hier in Deutschland. Und was mich heute Morgen auch so berührt hat, ist, ich habe noch so halbwegs verschlafen den PC angemacht und habe eine Mail von einem wunderbaren Akademiker, unserem einzigen Mann zurzeit hier in unserer Runde in der Akademie gelesen, der mir ein Feedback geschrieben hat, dass sein Mindset so unbesiegbar ist wie noch nie und er fühlt sich so wohl wie schon lange nicht mehr. Ich habe den Computer hier noch an, deshalb schaue ich darüber und dass er das hauptsächlich meiner Hilfestellung zu verdanken hat und dass diese Hilfestellung auch unbezahlbar sei. Und das sind so Dinge, das ist auch mit der erste Motivator, warum ich das mache, was ich mache und ich so dankbar bin, dass ich meinen Seelenplan in der Richtung entdeckt habe, der da eben ist, anderen Menschen dabei zu helfen, auch ihren Seelenplan zu entdecken. Und jetzt kommen wir noch mal zum Thema von heute. Du hast die Wahl. Heute ist Wahltag, ohne politischen Hintergrund. Ganz gleich, in welcher Situation du gerade bist, du hast die Wahl, deinen Seelenplan zu entdecken, dir auch dein Leben nach deinem Herzen zu gestalten. Und dabei ist der Weg das Ziel. Du musst jetzt nicht das Endergebnis sehen, sondern grundsätzlich eine Entscheidung treffen. Ich begib mich jetzt auf den Weg und schau dir gerne, auch wenn jetzt die 31 Tage hier in der Seelenfreude-Challenge vorbei sind, schau dir gerne nochmal die einzelnen Tage an. Ich verlinke
euch das ja auch nochmal, dass du da auch am Ball bleibst, dass du nicht aufgibst und dich irgendwann nochmal ja, deiner Situation ausgeliefert fühlst. Oder komm zu mir ins persönliche Gespräch, eine Durchbruchssession, dann schauen wir uns ganz genau deine Situation an und schauen, was ich für dich machen kann da. Aber du hast jederzeit die Wahl, ganz gleich, wo du jetzt stehst, ganz gleich, wie desolat du vielleicht deine Situation empfindest, mit deinen Gedanken, die du bislang ausgesendet hast, auf einer gewissen Frequenz, hast du dir deine jetzige Situation erschaffen, deine jetzige Lebenswirklichkeit. Und als man mir das zum ersten Mal gesagt hatte, da hätte ich meinem Coach am liebsten, wäre ich am liebsten an den Hals gegangen, um es mal überzogen zu sagen. Meine Situation jetzt, die habe ich mir doch nicht selbst erschaffen. Also ich habe da erstmal rebelliert. Aber letzten Endes ist es doch so. Niemand anderes außer wir selbst, ich, du, erschafft sich seine Lebenswirklichkeit im Außen selbst. Und das ist doch letzten Endes die gute Nachricht dabei. Wenn du dir die jetzige Lebenswirklichkeit, wo es Bereiche gibt, die nicht so sind, wie du sie wirklich aus ganzem Herzen möchtest, sei es im Hinblick auf die Partnerschaft, sei es im Hinblick auf die Gesundheit, sei es im Hinblick auf deinen Beruf, auf deinen Lifestyle, auf deine Zeit, auf den Ort, an dem du lebst oder wie du lebst, das sind ja alles Dinge, die ineinander greifen. Die gute Nachricht ist dabei, sobald du eine Entscheidung triffst, hallo liebe Danuta, wunderschönen guten Morgen, schön, dass auch du live dabei bist. Das sind doch alles Dinge, die du dir bislang unbewusst erschaffen hast. Und sobald du eine Entscheidung triffst und den Weg gehst, dir bestenfalls natürlich auch Unterstützung holst, damit du nicht wie ich so lange dahin dümpelst und wertvolle Lebenszeit an dir vorbeiziehen lässt. Du selbst kannst jetzt die Entscheidung treffen, deinem Leben ab sofort eine andere Richtung zu geben und dir dein Leben zu beginnen, nach deinem Herzen zu gestalten. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das geht auch nicht innerhalb von 30 Tagen. Das braucht Entwicklung. So wie alles im Leben sich entwickelt. Schau mal, als wir aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt haben, da durften wir uns ja auch entwickeln. Jedes Samenkorn, das in die Erde gepflanzt wird, entwickelt sich. Das nutzt nichts, wenn man da an dem Grashalm oder an dem kleinen Pflänzchen zieht. Das will wachsen in seinem Tempo und das wächst auch einfach. Und so ist es in unserem Leben bezogen auf uns Menschen auch. Es braucht die Entwicklung, deshalb geht es nicht in 30 Tagen und das ist auch irgendwo so mit der Grund, warum so viele dann nochmal unterwegs aufgeben. Nicht nur, weil ihnen der Mentor an ihrer Seite fehlt, der sie immer wieder an die Hand nimmt und das ist jetzt der nächste Schritt und das ist der nächste Schritt, also Schritt für Schritt dann eben mit demjenigen geht, sondern weil wir so schnell wieder in unserem alten Trott drin sind, dass wir es oftmals gar nicht merken und irgendwann, ja, Wochen, Monate später dann erst wieder merken. Ach, Mist, jetzt habe ich ja schon wieder eine Schleife gedreht, jetzt stehe ich ja wieder genau dort, habe mir eigentlich vorgenommen, ich will in meinem Leben was verändern und stehe wieder genau dort, fühle mich wieder ausgeliefert oder meine Seele schickt mir über meinen Körper wieder Signale, ich habe schon wieder Magenschmerzen, ich habe schon wieder Rückenschmerzen, ich habe schon wieder Knieprobleme oder was auch immer, Neurodermitis oder Kopfschmerzen. Das sind ja solche Dinge, die mich da immer begleitet hatten in meinem früheren Leben. Unter anderem so einige Signale hat meine Seele mir geschickt, die ich damals aber so nie erkannt habe. Aber es gehörte zu meinem Lebensweg dazu, aber du bist hier in der Gruppe, weil du schon ein bisschen die Abkürzung suchst und nicht so lange dahin dümpeln möchtest. So, meine Liebe. Und dann würde ich dir jetzt vorschlagen, jetzt machen wir mal eine kleine Meditation zusammen und ich lass mal ein paar Fragen auf dich wirken, die ich währenddessen dir stelle
Und sei einfach mal ganz neugierig, wie so ein kleines Kind, was da so in dein Bewusstsein kommt. Okay? Dann schließen wir die Augen gemeinsam. Atme etwa dreimal tief durch den Mund aus. Lass die Schultern sinken. Lass dich in deinen Körper sinken. Die Füße stehen nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Die Hände gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet auf die Oberschenkel legen, so wie um alles Gute aufzufangen. Der Rücken darf möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Und dann lass deinen Atemstrom durch deine Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen, ohne etwas zu verändern. Beobachte deinen Atemstrom, wie es dich atmet, ein- und wieder aus. Und komm so ganz im Hier und im Jetzt, in deinem Raum, in dem du dich befindest, aber auch in unserem gemeinsamen Raum hier an. Ich lade dich auch dazu ein, dir gerne vorzustellen, wie du mit dem Einatmen die Energien der Ruhe, des Friedens und der Harmonie ein- und wieder ausatmest. Trotz Außengeräuschen ist Ruhe und Frieden da, ist Stille da. Entschuldigung. Deine Aufmerksamkeit ist ganz auf deinem Atemstrom. Komm so ganz im Hier und im Jetzt an. Und dann lade ich dich nochmal dazu ein, dich der Vorstellung, aber auch der Bereitschaft zu öffnen, dass du selbst die Wahl hast. Dass du selbst jederzeit die Wahl hast, deinem Leben die von Herzen, die wirklich von Herzen gewollte Richtung zu geben. Dass du die Schöpferin, der Schöpfer deiner eigenen Lebenswirklichkeit bist. Atme und nimm das einfach mal wahr. Und dass du selbst auch jederzeit, wie zum Beispiel jetzt, in diesem Augenblick, in diesem Moment, die Entscheidung treffen kannst, deinem Leben eine neue Richtung zu geben. Dass du jetzt in diesem Moment die Entscheidung treffen kannst, dich jetzt auf deinen Herzensweg zu begeben, ganz in dem Bewusstsein, dass der Weg das Ziel ist. Und deine Gedanken abschweifen, komm immer wieder zurück zu meinen Worten, zu deinem Atemstrom auch. Und dann lass mal die Frage auf dich wirken und lass da mal Ideen und Gedanken zu aufkommen. Wie würde mein Leben ganz nach meinem Herzen ausschauen? Wie würde mein Leben ganz nach meinem Herzen ausschauen? Atme, nimm wahr, lass diese Frage auf dich wirken und lass dann einfach mal Ideen, Gedanken, je nachdem, wie du angehaucht bist, vielleicht auch Bilder
wenn du mehr der visuelle Typ bist, vielleicht auch Bilder in dein Bewusstsein kommen. Alles ist so, wie es ist, vollkommen in Ordnung. Lass einfach mal zu, die Idee, der Gedanke oder vielleicht auch die Bilder. Wie würde mein Leben nach meinem Herzen ausschauen? Wo würde ich leben? Da, wo ich jetzt lebe, oder an einem anderen Ort, in einer anderen Wohnung, in einem anderen Haus, würde ich weiter in dem Land leben, in dem ich gerade lebe, oder in einem anderen Land? Würde ich gerne die Welt bereisen, mir wunderschöne Orte anschauen? Vielleicht auch ganz besondere Orte auf dieser Welt, ganz besondere Energie- und Kraftorte, wo immer sie auch sein mögen, würde ich da gerne mal hinreisen. Würde ich gerne ortsunabhängig sein? Wie würde mein Lifestyle ausschauen im Hinblick auf die Ernährung? Würde ich da etwas ändern in meinem idealen Leben? Vielleicht nur zu 100% biologische Ernährung kaufen? Vielleicht mir sehr hochwertige Nahrungsergänzung gönnen? Oder auch mal den Körper reinigen, irgendwo eine Reinigungskur machen, betreut, irgendwo in einer sehr energiegeladenen Umgebung mit Anleitung. Wie würde ich mich kleiden? Welche Kleidung würde ich mir kaufen? Wie schaut mein Leben ganz nach meinem Herzen im Hinblick auf die Partnerschaft aus? Was würde sich da verändern? Was würde sich im Hinblick auf meine finanzielle Situation ändern? Wie viel Geldenergie würde ich jeden Monat empfangen? Wie viel Geldenergie würde ich empfangen, um sie auch weiterfließen zu lassen, zum Beispiel an soziale Projekte, an Spenden, um andere Menschen zu unterstützen? Um Projekte zu unterstützen. Um Mutter Erde zu unterstützen. Im Hinblick auf Umwelt, Belastung, was auch immer. Was liegt mir am Herzen, in der Richtung zu unterstützen? Lass da jetzt einfach mal das in dein Bewusstsein. Sehr schön. Und dann lade ich dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit
zu deinem Herzchakra zu gehen, das sich in der Mitte deiner Brust befindet. Und ich lade dich ein, dir vorzustellen, wie dein Atemstrom jetzt über diesen Bereich deines Herzchakras ein- und ausströmt. Einfach vorstellen, wie dein Atemstrom über dein Herzchakra ein- und wieder ausströmt. Und jetzt lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie du mit dem nächsten Ausatmen dein Herz mehr und mehr öffnest, vor allem dir selbst gegenüber. Wie du mit jedem weiteren Ausatmen dein Herz mehr und mehr öffnest, vor allem dir selbst gegenüber. Und ich lade dich dazu ein, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du eine wunderbare Frau, ein wunderbarer Mann bist, eine wunderbare Persönlichkeit, tief in deinem Herzen. Öffne dein Herz mit dieser mentalen Ausrichtung dir selbst gegenüber mehr und mehr. Und öffne dich auch dem Gedanken, dass du jetzt die Wahl hast, dich auf deinen Herzensweg zu begeben mit einer Entscheidung, die du jetzt treffen kannst, dass du das, was bislang war, hinter dir lässt und dich jetzt in diesem Augenblick neu ausrichtest und dich Schritt für Schritt auf deinen Herzensweg begibst. Öffne so dein Herz dir selbst gegenüber. Und werde dir bewusst, was für eine wunderbare Persönlichkeit du bist. Und ich lade dich auch ein, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du selbst die absolut wichtigste Person in deinem Leben bist, dass es nichts mit Egoismus zu tun hat. Du selbst bist die wichtigste Person in deinem Leben. Und wenn es dein Herzenswunsch ist, dass es deiner Familie, deinem Partner, deinen Kindern, deinen Enkelkindern gut geht, dass es deinen Mitmenschen gut geht, dass es Mutter Erde gut geht, dann darfst du selbst ein Beitrag für dich sein und diese Energie auch aussenden. Und wenn du so vorgehst, wenn du dich in diese wunderbare Herzensenergie begibst und das lebst, was du aus ganzem Herzen in deinem göttlichen Kern ohne religiöse Behaftung eigentlich bist. Liebe. Wenn du diese Liebe, die ganz tief in dir drin ist, lebst, leben kannst, weil du genau das machst, was dein Herz möchte, was deine Seele möchte, wenn du deinen Seelenplan lebst, wie geht es dann deinem Umfeld? Deinem Partner, deinen Kindern, deiner Familie. Was für ein Beitrag kannst du da sein? Und deshalb darfst du selbst für dich die Entscheidung auch treffen,
vorzugehen, um andere, die dir am Herzen liegen, anzustecken und zu inspirieren. Und unter den Aspekten bist du selbst die wichtigste Person in deinem Leben. Du hast die Wahl. Zu welcher wunderbaren Persönlichkeit möchtest du dich weiterentwickeln? Wer möchtest du sein in deinem Herzensleben? Wie möchtest du leben? Wo möchtest du leben? Und welchen Beitrag möchtest du für deine Mitmenschen, für andere Menschen und für Mutter Erde leisten? Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Sehr schön. Und dann nimm noch mal einen tiefen Atemzug. Beweg deinen Körper noch mal. Und mit einem weiteren Atemzug öffne deine Augen, komm wieder ganz im Hier und im Jetzt an. Sei hellwach, topfit und voll guter Energie. Willkommen zurück. Und das Hilfreichste, was du jetzt machen kannst, ist, dass du dir jetzt ein Blatt Papier nimmst, einen Stift nimmst und mal weiter träumst. Mal das, was du jetzt vielleicht in dieser kurzen Zeit schon an Ideen bekommen hast, auf ein Blatt Papier schreibst. Ganz, ganz wichtig. Denn unser Denker, unser Verstand, der hat so eine wunderbare Gabe, das alles wieder schnell vergessen zu lassen und beiseite zu schieben. Deshalb nimm dir jetzt gerne ein Blatt Papier, einen Stift und mach dir Notizen zu deinem idealen Leben. Okay? Und wenn du dich noch mehr committen möchtest in der Richtung, noch eine stärkere Energie da reinstecken möchtest, dann teils auch hier gerne in unserer Gruppe mit anderen zu deinem Commitment, aber auch zur Inspiration. Okay? Wir sehen uns morgen nochmal um 7:15 in neuer Frische. Ich wünsche dir viel Freude jetzt beim Kreieren deines Herzensweges, deines neuen Lebens. Okay? Bis dann. Ciao.